Guten Morgen, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Willkommen zur letzten Sendung des Jahres 2023. Ja, die Jahre laufen schnell und je älter man wird, je schneller geht es. Und 2024 steht vor der Tür und es wartet nicht darauf, dass wir die Türe öffnen. Wenn Gäste zu uns kommen, dann öffnen wir die Türe, aber das Jahr ist anders, die Zeit ist anders, die läuft einfach und wir halten sie nicht auf. Und es wartet nicht auf uns, bis wir die Türe öffnen. Es kehrt ein, ohne eingeladen zu werden, ohne zu fragen. Und es hilft kein Wehren. Die Zeit verrinnt und sie verrinnt schnell. Und da erzähle ich niemandem ein Geheimnis. Da trifft die Predigt von Dennis heute sehr gut dazu. Er spricht über Ewigkeitswerten, das heißt eine Ewigkeitsperspektive und ihr hört das nachher. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und wir wollen gemeinsam um Gottes Segen bitten. Ewiger Gott, der du bist. Du bist nicht an Zeit gebunden, wie wir es sind, sondern du bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Obwohl wir das in Wahrheit gar nicht fassen können, müssen wir dabei erkennen, dass unsere Zeit in deinen Händen liegt. Und das wollen wir auch machen, unsere Zeit in deine Hände legen. Wie das Jahr zu Ende geht und das neue Jahr kommt. Wir flehen um deinen Geist, um tiefe Erkenntnis und wir bitten, gebrauche diese Zeit auch heute zu dem Ende, dass wir es besser verstehen, dass wir hier nur für eine kurze Zeit sind und darauf warten, bis du uns rufst in die Ewigkeit. Amen. Wir hören heute wieder den Chor, den wir am letzten Sonntag gehört haben. Der Chor wird uns heute mit zwei Liedern dienen. Jetzt sogleich eins und nach der Predigt dann das zweite Lied. Thank you.
Dennis Fehlrau ist für dieses Programm neu. Das heißt, er ist zum ersten Mal an diesem Programm heute. Aber für viele von uns ist Dennis Fehlrau nicht fremd. Wir kennen ihn aus verschiedenen Bereichen. Viele werden ihn erkennen aus der Konferenz. Er hat jetzt gerade im letzten Jahr einen längeren Termin bei der Brüdergemeinde-Konferenz an der Leitung beendet. Und einen sehr geschätzten Dienst, möchte ich dazu sagen. Vorher war er Pastor im Norden von British Columbia bei einer Gemeinde da. Und so ist er in der Brüdergemeinde von British Columbia nicht unbekannt. Wir freuen uns, Dennis, dass du willig bist, heute das Wort zu bringen. Und wir wollen einfach Gott bitten, dass er uns segnet, dass er dich segnet und uns auch alle zusammen mit einem Wort, das du bringst, über ein sehr, sehr gutes Thema und passendes Thema zum Jahresende. Bitte, Dennis. Guten Morgen. Ich grüße alle im Namen Jesu Christi. Möge die Gnade und die Liebe Gottes, unseres Herrn Jesus, mit euch heute sein. Die Zeit ist nicht feststehend. Der berühmte deutsche Physiker Albert Einstein behauptete, dass Zeit relativ ist. Er schlug vor, dass die Geschwindigkeit der Zeit im Weltall relativ ist. Ich gestehe, dass ich Albert Einstein seine Theorien nicht verstehe. Aber was ich verstehen kann, ist, dass wie ich die Zeit empfinde, sich ändert. Es scheint ja, je älter ich werde, desto schneller vergeht die Zeit. Als Kind kam mir eine Stunde eine Ewigkeit vor. Als Teenager und später als ein junger Mann konnten das Leben für mich auch nicht schnell genug gehen. Beim Fahren zum Beispiel, je schneller das Auto, desto besser. Ich war immer in der Eile. Zeit ging mir immer zu langsam. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute messe ich Zeit nicht in Stunden oder Tage oder sogar Wochen, sondern ich messe Zeit in Jahre. Und es scheint so, als wenn die Zeit jedes Jahr etwas schneller vorbeigeht. Ich erinnere mich noch an meine Großeltern, die schon so eine Kommentare gemacht haben, als ich jünger war. Jetzt verstehe ich, was sie meinten. Ich vermute, dass Zeit nur noch schneller laufen wird, je älter ich werde. Bald werde ich die Zeit im Jahrzehnten oder sogar in Generationen messen. Und so heute kommen wir zum letzten Tag des Jahres. Wo ist dieses Jahr geblieben? So viel ist in der Welt, in unserem Land, in unserer Gemeinde und in unserem Leben passiert. Wir sind ständig in Bewegung. Von unserer Geburt an bis zu unserem letzten Atemzug sind wir immer im Laufenden. Unser Leben ist wie ein Fließband. Jedes Jahr, das vergeht, bestätigt nur unsere zeitbeschränkte Natur. Im Psalm 90, Vers 12 macht der Schreiber diesen Antrag. Mache uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nützen. So an diesem letzten Tag des Jahres will ich Psalm 90 als ein Ansporn nehmen, um das vergangene Jahr und das bevorstehende Jahr aus Gottes Perspektive zu betrachten. Dieser Psalm bietet uns eine perfekte Grundlage, um dieses vergangene Jahr zusammenzufassen und mit der richtigen Einstellung ins neue Jahr hereinzugehen. Dieser Psalm kann uns helfen, das vergangene Jahr sowie auch das kommende Jahr von Gottes ewigen Perspektive zu betrachten. Dazu möchte ich heute zwei Charaktere von Gott hervorheben, die ich in diesem Psalm sehe, und sie mit unserer menschlichen Natur vergleichen. Erstens Gottes Ewigkeit und Gottes heilige Natur. Ich sehe drei Abschnitte in diesem Psalm. Im ersten Abschnitt, Verse 1 bis 6, vergleicht der Psalmist Gottes ewige Natur mit unserer zeitlichen Natur. Im zweiten Abschnitt, Verse 7 bis 11, vergleicht der Psalm Gottes heilige Natur mit unserer sündhaften Natur. Und Verse 12 bis 17 zeigen uns die richtige Einstellung Gott gegenüber.
Mein Gebet ist, dass wir durch diesen Psalm Gottes beistehende Liebe erkennen können und mit einer ewigen Perspektive im neuen Jahr reingehen. Also, in den ersten 6 Verse, der Psalm fängt an mit der Erklärung: Herr, solange es Menschen gibt, bist du unsere Zuflucht. Gott ist unser Ort der Ruhe und Zuflucht, unabhängig von unseren Umständen. Von 1. Mose an bis in Offenbarung 21 ist Gott in der menschlichen Geschichte immer gegenwärtig und immer aktiv. Er schützt uns und leitet uns. Er bleibt immer in Kontrolle, unabhängig von unseren Umständen. Gott ist immer Gott gewesen, lange bevor er die Erde schuf und lange nachdem er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Gott kann nur unser ewiger Zufluchtsort sein, wenn er Raum und Zeit übersteigt. Vers 2 erinnert uns davon. Ja, bevor die Berge geboren wurden, noch bevor Erde und Weltall unter Wehen entstanden, warst du, o Gott, schon da. Du bist ohne Anfang und Ende. Gott existierte lange bevor Berge entstanden, lange bevor er die Erde schuf. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott existiert in der Gegenwart. Es gibt keine Vergangenheit oder Zukunft in Gottes Natur. Die Quelle unseres Vertrauens, dass Gott unser Wohnort und unsere Zuflucht ist, kommt von seiner ewigen Natur. Er ist immer gegenwärtig, weil er in der Gegenwart existiert. Er ist nicht an Raum oder Zeit gebunden. Der Begriff von Ewigkeit zu Ewigkeit ist also keine Übertreibung. Wenn etwas lange dauert, sagen wir oft, oh, das wird ja eine Ewigkeit dauern. Aber Gott ist buchstäblich von immer bis immer. Wir können dieses Konzept nicht erfassen, weil wir zeitlich begrenzt sind. Und das ist ja auch eigentlich eine gute Tatsache, dass wir dieses nicht verstehen. Wenn Gott klein genug wäre, um ihn zu verstehen, wäre er nicht groß genug, um ihn angebetet zu werden. Gott muss unendlich groß sein, sonst hört er auf, Gott zu sein. Gott muss unbegreiflich sein, sonst ist er nicht Gott. Wenn wir die Geheimnisse seiner Person entschlüsseln könnten, würden wir uns auf sein Niveau sein und würden wie Gott sein. Gott ist aber ewig. Wir sind nicht. In Verse 3 bis 6 beschreibt der Psalmist unsere zeitliche Natur. Für Gott sind 1000 Jahre wie ein Traum, wie das Gras, das morgens blüht und abends welkt. Vers 3 erinnert uns daran, dass Gott uns aus der Erde gemacht hat und wir wieder zurück zum Staub werden. Gott ist derjenige, der uns erschaffen hat. Er allein setzt die Grenzen unserer Existenz. Im Gegensatz zu Gott haben wir einen Anfang und ein Ende. Wir sind nicht mit einer ewigen Natur geschaffen. Die einzige Möglichkeit, mit Gott in Ewigkeit zu leben, ist, wenn wir Jesus Christus als unseren Retter und Heiland annehmen. Gottes Ewigkeit und unsere Zeitlichkeit sollten ein Trost in unseren gegenwärtigen Schwierigkeiten sein. Er gibt uns eine bessere Perspektive. Wenn wir mitten in Prüfungen stehen, können wir getrost auf Gott schauen, weil er in seiner Ewigkeit gegenwärtig ist und ganz und gar in Kontrolle ist. Unsere Probleme sind für Gott kein Problem. Diese ersten 6 Verse erinnern uns daran, dass Gott ewig ist. Nur durch Gottes ewigen und gegenwärtige Natur können wir Zuflucht in Gott finden. Nur durch seine dauerhafte Kraft und Stabilität können wir Frieden haben. Wir sind geprägt von einer zerbrechlichen und vergänglichen Natur. Aber Gott ist von Ewigkeit bis Ewigkeit. Im zweiten Anteil, Verse 7 bis 11, beschreibt Gott seine heilige Natur. Das Wort Zorn
ist das Stichwort in diesen 5 Versen. Viele Menschen behaupten, Gott sei ein zorniger Gott. Er wird entweder als ein wütender Gott oder als ein Gott der Liebe dargestellt. Aber welches ist richtig? Ich denke, die Bibel zeigt uns klar, dass Gott ein liebender Gott ist, der aber kompromisslos gegenüber unseren Sünden steht. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Um gnädig zu sein, muss Gott gerecht mit unseren Sünden umgehen. Wir vergleichen Gottes Zorn mit menschlichen Emotionen. Für uns ist Wut eine Reaktion, die oft zu gefühlsbetonten Gedanken oder Akten führt. Gottes Zorn jedoch ist anders. Es ist keine Reaktion, sondern eine abgewogene und gerechte Antwort auf unsere Sünde. Es ist nicht nur eine Emotion, sondern vielmehr ein Ausdruck seiner heiligen Natur. Vers 8 weist auf den Grund von Gottes Zorn, unsere Sündhaftigkeit. Unsere Schuld liegt offen vor dir. Auch unsere geheimsten Verfehlungen bringst du ans Licht, steht da. Alle unsere Sünden liegen also vor Gott. Wie kann ein absoluter heiliger Gott mit sündigen Menschen dann zusammen sein? Gottes Heiligkeit reizt zu einem heiligen Zorn und es ist gerecht, weil er unsere Sünden sieht. Aber Gott kann nur dann barmherzig sein, wenn er auch gerecht unsere Sünden gegenüber ist. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ergänzen sich. Sie stehen sich nicht im Gegensatz. Unsere kurze Existenz ist geprägt vom Seufzen und Mühsal. Vers 10 fasst das Leben des Menschen so zusammen. Unser Leben dauert 70, vielleicht sogar 80 Jahre. Doch alles, worauf wir stolz sind, ist nur Mühe. Viel Lärm und nichts. Wie schnell eilen die Jahre vorüber? Wie rasch schwinden wir dahin? Nun, das hört sich ja etwas deprimierend an, nicht wahr? Wie sollen wir diese Verse dann verstehen? Wir sind es nicht gewohnt, unser Leben so zu beschreiben, besonders nicht hier in Nordamerika. Unsere Kultur konzentriert sich lieber auf Komfort, auf Luxus, Erfolg, Fortschritte, Leistungen und die Erfüllung unserer Träume, nicht Trübsal und Kummer. Aber diese Verse warnen uns, dass wir als Gotteskinder eine andere Perspektive haben müssen. Komfort, Fortschritt und Leistung sind an und für sich nicht böse. Gott belohnt uns nicht, weil wir es verdient haben, sondern aus seiner Liebe. Aber wenn diese Dinge wichtiger werden als Gott, dann sind sie Sünde. Deshalb ist die Frage in Vers 11 so wichtig. Doch wer kann begreifen, wie gewaltig dein Zorn ist? Wer fürchtet sich schon vor? Mit anderen Worten, wie bewusst leben wir mit der Tatsache, dass wir sterbliche Menschen sind? Nicht viele von uns denken gerne oft über unsere Sterblichkeit, unsere Sünden und das bevorstehende Gericht Gottes. Das wäre ja deprimierend, nicht wahr? Wir sind so beschäftigt und konzentriert auf unser Leben, dass wir uns nicht gerne die Zeit nehmen, über unsere vollkommene Sündhaftigkeit und unsere Schwäche zu überlegen. Gott ist ein barmherziger Gott. Und das ist der Kernzeichen dieser ersten 11 Verse. Wir müssen immer daran denken, dass Gott nur barmherzig sein kann, weil er auch gerecht ist unseren Sünden gegenüber. So, der dritte Anteil ist dann die Frage, was soll unsere Antwort sein zu Gott, wenn wir unser kurze, zerbrechliche und sündhaftes Leben vergleichen zu Gottes ewige und heilige Natur? Ich denke, Vers 12 bietet uns eine gute Antwort. Mache uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nützen. Der Psalmist sagt hier,
Herr, lehre uns, die Kürze unseres Lebens zu erkennen. Erinnere uns daran, unsere Zerbrechlichkeit, unsere Sündhaftigkeit und unsere vollkommene Abhängigkeit von dir, damit wir in Ehrfurcht vor dir leben. Denn das ist der Anfang der Weisheit. Aber was bedeutet es eigentlich, in der Furcht Gottes zu leben? Es bedeutet Ehrfurcht, Verehrung, Frömmigkeit, Respekt und Bewunderung Gott gegenüber. Ich habe noch nie mit einem König gesprochen. Aber wenn ich die Chance hätte, eine Audienz mit König Charles zum Beispiel zu haben, würde ich ihn mit Ehrfurcht, Verehrung und Respekt ansprechen. Wie viel mehr sollte ich dann diese Ehrfurcht, diesen Respekt und diese Bewunderung Gott gegenüber haben? Weisheit Gottes kommt davon, dass wir durch Ehrfurcht unser Leben so leben, dass wir unsere sündige Natur ständig bewusst sind. Nur durch solch eine Erkenntnis können wir mit dem Psalmist in Vers 13 mitstimmen. Herr, wende dich uns wieder zu. Wie lange soll dein Zorn noch dauern? Hab Erbarmen mit uns, wir sind doch deine Diener. In den letzten 4 Versen verlegt der Psalmist den Fokus von unserer Zerbrechlichkeit und Sündhaftigkeit auf eine Freude, die nur von Gott kommen kann. Das grundlegende Thema im Psalm 90 ist, dass Freude nur durch eine ewige Perspektive möglich ist. Vers 14 bis 17 erkennen, dass Gott uns liebt, weil er allein treu ist. Er allein kann uns zufriedenstellen. Er allein kann uns froh machen. Und er allein kann unser Leben Bedeutung geben, indem er unsere Arbeit segnet. Gottes Liebe ist entscheidend für unser Dasein. Nur durch Gottes Treue und Gnade kann unser sündhaftes Leben einen Sinn haben. Wir alle leben unsere Tage unter dem Urteil Gottes und die Kürze unseres Lebens steht immer direkt vor unseren Augen, ob wir darüber nachdenken oder nicht. Es ist entmutigend, wenn man darüber nachdenkt. Also schreien wir, O Herr, habe Mitleid. Rette uns. Führe uns aus der Hoffnungslosigkeit unseres Zustandes heraus. Statt uns zu entmutigen, befriedige uns, Herr. Gib uns deinen Frieden. Und wir wissen, dass er es tun wird, weil er versprochen hat, es zu tun, wenn wir zu ihm zurückkehren. So, was ist dann die Anwendung vom Psalm 90 für uns heute? So, dies ist die Frage, die ich uns heute stellen möchte an diesem letzten Tag des Jahres. Wie können wir in Angetracht Gottes ewigen und heiligen Charakter unsere sterblichen und sündhafte Natur weise leben? Als erstes würde ich vorschlagen, dass wir uns bewusst sind, dass der Wirbel unseres Lebens es leicht macht, die ewige Perspektive zu verlieren. Wenn wir auf das Jahr zurückblicken, erkennen wir unsere vergängliche Natur, nicht wahr? Angesichts der Unsicherheiten des Lebens können wir getrost wissen, dass unser Gott ewig und gleichbleibend ist. Gott ist unser Zufluchtsort und Zustand, genau weil er ständig ist. Der Psalmist zeigt uns die Kürze unseres Lebens, indem er mit einem fließenden Traum oder das welkte Gras vergleicht. Er erinnert uns daran, dass wir völlig von Gott abhängig sind. Zweitens, angesichts der Herausforderung des Lebens und unserer eigenen Schwächen sind wir aufgerufen, Gott um Weisheit zu beten. Der Psalmist fordert uns auf, unsere Tage zu zählen und die Kürze des Lebens zu erkennen, damit wir einen weisen Herz haben. Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, müssen wir zugestehen, dass wir oft versagt haben. Wenn wir aber den Heiligen Geist einladen, uns die Weisheit und Kraft zu geben, so zu leben, dass unsere Worte und Taten Gott in allem widerspiegeln, gewinnen wir eine ewige Perspektive, egal wie viele Tage der Herr uns hier auf Erden gibt.
Und drittens können wir dann das kommende Jahr mit Hoffnung begrüßen, weil Gott uns Barmherzigkeit und er uns segnen will. Wir können ins neue Jahr mit Mut einsteigen, weil Gott uns führt. Er gibt uns Gnade, Weisheit und er geht mit uns. Von Geburt an bis an unserem letzten Tag. So, wenn wir dieses Jahr mit dieser Betrachtung über Psalm 90 abschließen, wollen wir dann daran denken, dass unser Leben nur dann Zweck hat, wenn wir unter der Herrschaft Gottes leben. Inmitten der vergänglichen Natur des Lebens bleibt Gott unsere Burg und unser Anker. Mögen wir mit Herzen voller Dankbarkeit auf das Jahr 2024 blicken. Möge Gott uns Weisheit geben und mögen wir in Gottes unaufhörliche Liebe Zuversicht haben. Amen. Liebe Sänger, Dankeschön für den Dienst. Ihr habt geübt, gesungen und an zwei Sonntagen gedient und sehr geschätzt ist die Arbeit. Und ein treffendes Wort zur Jahreswende von Dennis. Die täglichen Dinge um uns her, die scheinen so wichtig zu sein, im Moment so groß. Und in der Wirklichkeit aber sind sie oft schon nach Stunden, Tagen oder Wochen bedeutend kleiner geworden. Möge Gott es uns schenken, dass wir lernen, unsere Zeit und unsere Werte im Blick auf die Ewigkeit zu bewerten. Herr Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, öffne unsere Augen weit für die Ewigkeit und für das, was für unsere kurze Zeit hier auf Erden beschlossen ist und was wir oft als groß und wichtig sehen, hat nachher so wenig Bedeutung, besonders im Blick auf die Ewigkeit.
Sei du uns gnädig, dass wir mit dir einsteigen ins neue Jahr. Führe du uns an deiner Hand. Erneuere unser Verlangen nach dir. Unser Gehen, unser Wandern mit dir im neuen Jahr. Dass wir auf dich schauen und auf das schauen, was werthaft hat auf die Länge. Segne uns darin. Amen. Und jetzt wünsche ich jedem einen wunderbaren Übergang ins neue Jahr. Möge der Einstieg in 2024 an Gottes Hand geschehen, dass er uns leitet und dass er uns segnet. Das ist unser Gebet für jeden von uns. Gott segne, bis wir uns wiedersehen.